Ich würde schon schnell Intro machen. Guten Morgen, Leute. Was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind schon hier mit Chris im Deister Bikepark, würde ich sagen. Jetzt machen wir alles ready und nehme ich euch auf dem Trails. Viel Spaß. So, wir sind die Strecke einmal getestet. Bisschen anstrengend, aber jetzt wird besser, ne? Ja, dann fahren wir. Fire 4. Let's go. Viel Spaß. Bisschen schneller brauche ich. Ein Drop kommt hier. Anstrengend. Hast geschafft. Junge. Discovery Nature. Das gehört dazu, ne? Hoch trampen. Let's go. So, ich möchte kurze Info geben, sagen. Wir sind der Ü30 schon zweimal getestet, bis zum unteren. Ganz easy, aber mit Stops. Dritte Mal haben wir probiert, ohne Stopp, einfach durch die Sprünge zu fliegen. Ist einfach aber sehr anstrengend. Vielleicht ist unsere Koordination nicht 100%, aber Chris kann es auch bestätigen, ne? mit dem E-Bike. Ja, sehr anstrengend. Ich habe gedacht schon, ich hätte ein Problem, aber da gibt es ja Leute, die 20 Jahre jünger sind, die haben ein Problem schon. Genau, gehabt. Genau. Aber wäre schon auf einmal alles zu schaffen. Bis jetzt haben wir aber nicht geschafft. Ne? Jetzt fahren wir oben zum Ladies Only. Auch ein, zweimal zu einfach fahren und die Trails ein bisschen lernen, weil wir das erste Mal hier sind. Und dann machen wir schon mit dem, vielleicht dritte Mal machen wir schon eine volle Aufnahme. Und später, wenn wir noch Energie haben, fahren wir nochmal Ü30. Ne? Aber vielleicht mit einem Stopp, ne, an Mitte. Die Trail macht auch viel Bock, ne, unten. Sehen wir auch hier oben ist ein bisschen liegen Bäume und sowas. Sehen wir einfach später, ich erzähle nicht mehr. Bis gleich. Ich fühle mich auch kurz informativ. So, wir sind hier, ne? Dieser Punkt hier. Ja, genau. Oh, B.
bisschen weit sieht das aus, aber. Nee, wir müssen nur nach oben. Ja, ja, das sowieso. Aber das ist das, und das Ende und nicht der Start, ne? Mhm. Na gut, und da fahren wir jetzt hin. Von Ü30 bis zum Ladies Only. Einfach bergauf mit dem Biobike. Die Beine sind schon richtig gepumpt. Und ich weiß nicht, was jetzt gleich kommt. Und wie viel Mal schaffe ich. Einfach brauche ich Energy Drink oder ein E-Bike. Kurz zeige ich hier. Ich weiß nicht, wie sieht man von meiner Kamera, aber von anderen Videos sehen die Sprünge klein aus. Ne? Das ist hier einfach schon mega, mega geil. Jetzt sehen wir, was kommt unten. Aber ich denke, muss ich filmen, wenn ich ganz klein mache, ne, oder sowas. Was kommt da? Also hier brauchen wir richtig Speed. Hier kommt Gap. Er sieht gut aus. Let's go. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Ladies only, Chew Ride. Wir machen keine fette Sprünge. Wer machen will, der bitte schon, der kann kommen und machen. Ja? Ja. Alles klar. Also hier sind die Sprünge schon ein bisschen zu fett. Ja. Dämpfer, alles offen? Alles offen. Okay. Let's go. Hier habe ich nichts im Kopf. Jetzt kommt hier, nice. Wurzeln hier.
So anstrengende Strecke. Yes, Ende. Oh Leute, ich hoffe, das hat gut geklappt mit dem Chest hier. Jo, Chris, was willst du sagen? Deine Kette ist zu locker. Ja. Aber geil, meine Beine, Hände, Arme, alles ist massagiert. Oh, jetzt fahren wir gleich zum. Ja, zeigen wir gleich. Wie es jetzt aussieht hier. Ich war. Die haben, glaube ich, ganz viel neu gemacht. Das sieht alles super aus. Chris, willst du auch vor? Ja. Hinter dem. Ja. Dann. Ready? Ja. Ja, let's go. Viel Spaß! Yes! Ne? Oh. Aber das war viel besser als heute Morgen. Droppen. Gas. Hier muss ich viel abziehen. Oh, Junge. Gas. Ja, hier meinte ich. Hier bin ich schon. Oh, genau, hier bin ich schon fertig, da oben. Ja. Ah, du bist auch ein bisschen langsam, ne? Ja, ich kann nicht mehr. Ja. Du musst nur hier unterstützen. Oh. Oh, Junge. Viel Spaß, ne? Perciò nice. Einfach mega. Für das erste Mal bin ich mehr als zufrieden. Oh. Das war für mich war das Schluss. Ich bin schon viel Energie hier.
verbracht. Hier ist keine Speicherkarte. Ne? Nee. Die Kamera läuft schon. Leute, hier ist so geil. Kurz zeigen. Wir sind schon im Auto unterwegs mit Chris. Einfach sehr zufrieden. Bestimmt am Ende war das Geilste, ne? Ja. Am Anfang waren wir ein bisschen skeptisch, ne? Aber nach dem Ladies Only haben wir gesehen, okay, ist nicht für uns, sowas zu fahren. Hatte ich keinen Bock. Einfach chill und flow. Danach, am Ende, sind wir auch mit einem Jung, die U30 gefahren. Haben wir einfach super mehr Komfort vergleichen mit dem morgen früh. Ist auch das erste Mal, ne? Und ja, hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal irgendwo. Oh, hier ist so schön. Muss ich einfach zeigen. Wir sehen uns nächstes Mal irgendwo. Keine Ahnung, wo, Olpe oder sowas. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte Daumen hoch, gerne Abo lassen und gib some Love. Wie immer. Ciao.